Wir sind zurück im kleinen, beschaulichen, aber auch feinen Fischerdörfchen unter Junon, wo wir uns nun wieder einmal den Nebenquests widmen wollen. Denn es gibt noch einiges zu erledigen, bevor wir uns der guten Priscilla annehmen und dann einen Weg finden, um nach oben zu kommen. Aber vorher sage ich Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Final Fantasy VII Rebirth. Jetzt die Frage, gehe ich erstmal hier zur guten Dame oder zum schwarzen Brett? Ach, guck mal, sie hat sich jetzt gerade so lieb zu mir gewandt, deshalb sage ich, komm, ich spreche die an. ある場所まで届けたくてね。届け先はこの子が知ってる。小肌って言うんだ。あんたたちの仕事は小肌のボディーガードってところだね。引き受けてやってもいいが、誰に届けるかくらい聞かせてもらおうか。息子だよ。しばらく会っちゃいないけどね。勝手に村を出てってそれっきり。この金は手切れ金ってとこさ。 Ja, wo ist denn dein Sohn jetzt? Saido Junon da yo. Hikage no kurashi ni akita da no. Watashi no yarikata wa namanurui da no. Sou iu renchuu ga yori atsumatte, Junon no hazure de katsudou shiten no sa. Taku. Ie de suru nara suru de, motto tooku ni ikeba ii no ni sa. Chūto hanpa ttara nai yo. Was hat es mit der Abfindung denn auf sich? Mojidori no imi da yo. Watashi wa mura no koto de teippai da kara ne. Koko made sodatete yareya mou juubun daro. Ato wa katte ni doko e nari itte morao to omotte sa. Sore ni watashi ni wa kono ko mo iru shi ne. Ne, Kohara. Ja gut, dann überlass das doch einfach uns. Ja, yoroshiku ne. 報酬は向こうにいるトビーって男から受け取って手配しといたからさ。いいかい。小肌に怪我なんかさせたら報酬からさっぴくからね。ちゃんと守っておくれよ。 Scholle ist in Richtung Dorf eingang gelaufen. Die haben ihm wirklich den Namen Scholle gegeben. Im japanischen Kohada. Das ist ein junger Kumoshiro, das ist eine Fischart. Also, da sind wir beim Fischthema geblieben auf alle Fälle. Aber dennoch, ja gut, sehr kreativ muss man sein. Ich soll jetzt hier raus wahrscheinlich, ne? Und das ist der Türöffner auf zum Krähennest. Demgemäß machen wir alles richtig, indem wir diese Quest jetzt noch abschließen und uns damit den Ostzipfel von dieser Region dann freischalten. Jetzt hoffe ich nur, dass dem Kleinen nichts passiert. Unter unserer Führung. Gut, gucken wir mal. Ich vermute mal, es geht hier weiter raus. Rendezvous mit Scholle? Okay. Wo ist denn der kleine Racker? Ein paar Meter sind es noch. Der Zugangsweg ist auch ganz schön saftig. Ach, der hat auch eine Energieleiste. Okay. Wir sollen alles daran setzen, dass ihm nichts passiert. Ja, wir folgen dir. Hoppala. Hier lang. Yo, Prado. Omae wa itsu ie o deta? 14. いや、春だからまだ13だ。田舎じゃそんなもんだな。母ちゃんはどう言った？反対はされなかった。それくらいで村を出るのは普通だったからと。ああ。メリスリー財を春分プロイシングに。2000ギルくれたんだ。申請活には必要 なかった. Achtung, Kleiner, da ist eine Gefahrenverzug. Ja, die müssen besiegt werden. Okay.
Für das Wohl des Hundes nutzen wir natürlich die ganze Feuerkraft, die wir haben. Ja. Sehr schön. Was für ein Glück, dass er noch unverletzt ist. 2550 Energie hat er. Ist ja wie so eine Zemzematte. Wie heißt diese? Eulen. Doch ähnlich gebaut. Und vorne. Dammhirsche werden wohl keinen Schaden machen. Dafür wahrscheinlich gleich die nächsten Monster, die hier hinter dem Hügel lauern. Da wird was kommen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Hätte die Dame uns nicht direkt das Geld geben können, dann hätten wir uns darum kümmern können. Hier, wenn man vom Teufel spricht, kommt er zugleich. Wir werden mal alles dran setzen, erstmal den hier wegzumachen, bevor der den kleinen Hund erledigt. Pure Verwüstung? Von wem? Na. Das wär's. Und die Tour geht weiter. Also komplett einmal über das Gebiet der Junon-Region hier. Na, Kikeo. Kikeo. まだ早いとか甘いとかなんだかんだ理由つけてるいるのかもな。いるんだよ。でも俺はそうはならねえって心に決めてるんだ。マリンの独立心を尊重してやりて。笑ったな。鼻で笑い飛ばしたな。俺には無理だとか思ってんだろ。まあ。Hier geht's runter. Okay. Ah, seht mal, was wir da haben. Die dicken Kaliber wieder. Da müssen wir aufpassen, weil die natürlich eine recht große Reichweite haben und schnell sind. Schockschuss! Ja! Perfekt. Den hätten wir. Oh, da hat der Hund was abgekriegt gerade. Ich wollte Blitz eigentlich starten, um ihn nochmal gebührend zu verabschieden. Bisschen lediert ist er. Ah, nicht nur er, auch Claude. Verdammt, was ist das denn passiert gerade? Bisschen labil oder Held, ne? Das nehmen wir auch noch mit. Lorbeerholz und Kondorzeder. Geht das jetzt wirklich bis zum Krähennest? Naja, wäre ganz schön, dann wäre er der Türöffner. Aber erstmal gibt es hier noch eine pflanzliche Gefahr. Für Red Circle mal eine gute Aufgabe. Okay. Sehr schön. So, Kleiner. Weiter geht's. Alleine wäre er ziemlich aufgeschmissen. Hätte die erste Orlin wahrscheinlich schon zerpflückt. Wir haben wieder einen Perlen-Ingwer-Überschuss. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Okay.
Sind die Gespräche jetzt abhängig von den Charakteren, die wir im Team haben, oder? Wie funktioniert das Bonding hier? Aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Und jetzt singen schon die Kinder im Hintergrund. So weit ist es schon gekommen, Trolle. Verdammt nochmal. Kuada. Hier lange? Ah. Was denn? Okay. Das sieht gefährlich aus. Sandsturm, Weimar. Wir müssen Scholle bloß hier schützen. Du wurdest versteinert. Erleidest du in diesem Zustand zu viel Schaden, wirst du zu Stein, kannst dich nicht mehr bewegen und bist in der Folge kampfunfähig. Vermeide daher Schaden oder heile die Zustandsveränderung mit Medica oder einem Allheilmittel. Wer ist denn hier versteinert? Noch sehe ich keine Versteinerung. Scholle? Ist Scholle versteinert? Das wäre dramatisch. Mal gucken, wie die hier gestrickt sind, die Teile. Diese seltene Art Mistralwaffern erzeugt mit ihren großen Schwingen Sandstürme, um ihre Beute bis zur Bewegungslosigkeit zu schwächen, bevor sie angreift. Triffst du die Aura, die dieses Wesen umgibt, entstehen Tornados. Mit jedem Tornado wird die Aura schwächer, bis sie ganz verschwindet und der Gegner schockanfällig wird. Greifst du von hinten an, kannst du die Aura schwächen, ohne dass Tornados überhaupt erzeugt werden. Wind ist hier effektiv. Okay, die sind aber aggressiver, die Dinger. Ich versuch's mal mit dem Schockschuss. Und der Glocken. Nicht gut. Ah, wir sind. Ah, alles klar. Barret ist hier versteinert. Habe ich denn ein Allheilmittel hier? Oder irgendwas, was mich da retten mag? Nee, ne? Verdammt, ich darf keinen Schaden mehr nehmen. Das ist die beste Methode. Vielleicht kann ich ja mit Blitzen zumindest ein bisschen was machen. Oh, der arme Hund. Komm schon. Ab durch die Mitte. Sternstaubstrahl. Und da setzen wir noch einen drauf. Jawohl. Das läuft doch. Und sobald das Viech einfach geschockt ist, ist es erledigt. Wir müssen die Aura durchbrechen. Beschwören können wir? Ich denke mal, Titan ist ein bisschen eindrucksvoller. Wir müssen aufpassen, dass Titan nicht gleich Scholle hier durch die Luft wirft. Felsenwurf. Vielleicht haben wir es damit auch schon geschafft. Das Ding schockert völlig auf alle Fälle. Gipfelschwinger. Jawoll. Wo ist er denn jetzt? Ach da, guck mal. Ja, so ein bisschen hat sie ihn aber auch erwischt. Gott sei Dank nicht allzu schlimm. Aber die gute Dame aus Unterjunan wird nicht glücklich sein, dass ihr Hund ein paar kleine Prellungen hat. Okay. Da werden wir. Kohada! Warum bist du hier? ちょっと疲れてるか。ここまで遠かっただろう。あれ?あなたたちは?あんたの母ちゃんに雇われた小肌のボディーガードだ。母ちゃんからあんたにお小遣いだってよ。母からの荷物なら受け取れません。俺は家出中なんで。リラン?お客さんなの?クレア!出てきたら危ないだろう。転んで怪我でもしたら。
とにかくこれは受け取れません。小肌と一緒にお引き取りください。頑固なとこは母ちゃん譲りってか。たくしゃねえな。これはあんたに預ける。え、こんなに。どうしてもって言うんなら返してもいい。でも赤ん坊が生まれるまで待て。親になれば気持ちが変わる。多分な。親になれば。わかりました。ディーラー、ここにいたのか。トビー、遅くなってすみません。アバランチの皆さんですよね。ロドナーさんから話は聞きました。アバランチ、まさかあのマコーロ爆破を成功させた。そう、まさに僕たちの希望の星。いやー、お目にかかれて光栄です。実は皆さんに折り入ってお願いしたいことがありまして。ディランの件は一応解決したんですかね。おう、バッチリだ。ということでしたら早速僕の話も聞いていただけると助かります。どうぞ中へ。 Also hinein ins Krähennest. Der Auftrag ist abgeschlossen. Und was jetzt mit dem kleinen Hündchen? Der ist jetzt auf sich gestellt oder wie?ミッドガルデの皆さんのご活躍、ニュースで見たときは胸がスッとしましたよ。あ、wie schön. Ein kleines Örtchen hier. Am Rande der Region. No more Shinda! 反対! アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて、本当に夢みたいです。Da steht, Yutaka no Himeo, Kaise, gibt uns ein reiches, üppiges Meer zurück. Also gegen die Verschmutzung, dafür, dass das Meer wieder schön floriert.Das Leben da drin wieder aufblüht. So, Tobi, wie kann ich dir helfen? Der Leuchtturm am Kap. いつの間にか何でもやジュノン支店とかなんとかよくわからない人に乗っ取られてしまいまして。キリエだな。あれ、もしかしてお知り合いでしたか？まあな。なんという偶然！いや、これはもう必然というべきですね。あの灯台は。もともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。最近はモンスターも増えてて危ないし、早く立ち退いてもらいたくて。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。メアベリアレスカノーナファン。ミッドガルやグラスランドで大活躍していたとのことなんですが、どうもうさんくさくて。大体何でもやって何なんですか？聞いたこともないですよね。Und was gibt's über den Leuchtturm zu erfahren? 灯台はこの先の岬にあります。もともとは共和国時代の航海で。って、それはまあいいか。とにかく、偏僻な場所だし、モンスターも出るし。あんなところでお客を募っても誰も来ないですよ、絶対。Dann nehmen wir doch den Auftrag direkt mal an. ありがとうございます。Wenn wir schon hier sind. 皆さんの手腕、拝見させていただきます。誰か。一緒に落とし子、トラブルの匂いがするんだ。ならば私が適任だろうな。あ、そうだ、もしお時間があれば丘の方にも寄ってみてください。運が良ければコンドルの姿が見れるかもしれませんよ。興味があればぜひ。Sehr gerne und danke für den Tipp. Der Leuchtturm am Kap. Ach, seht ihr das mal an. Hier haben wir auch ein schwarzes Brett.Und natürlich Karten, Spielmöglichkeiten. Chatley ist hier auch. Ah, da müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann nochmal unser Deck rausholen. Ein Klavier. Und noch eine Jukebox oder dergleichen vielleicht. Verkaufsautomaten, Zauberfibelautomat. Alles auch Orte, die wir noch mustern sollten. Ich fange mal hier beim Zauberautomaten an, da ich das immer als relativ zentral erachte. Codex Stufe 4 ist auch freigeschaltet worden.Mit unseren Waffenpunkten können wir hier schon einiges wieder wuppen. Konterfeuer. Kontert im Team bei gutem Timing einen gegnerischen Fernangriff. Und dann Angriff plus. Moment, jetzt hat er jetzt... Ja, jetzt will er aber direkte IDs, ne? Moment mal, ich will mal bei Cloud bleiben und meinen Angriff plus Wert hier holen.
Schaden normaler Angriff um 3% erhöht. Das ist sehr wertvoll. Da können wir nämlich hier mit 5 dann nochmal Waffenfertigkeiten erhöhen. Jetzt kommen wir zu Barrett. Da haben wir den Angriff mit tiefer Visionssynthese. Claude und Barrett schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Zeitlich begrenzte 3 ATB-Einheit. Das ist gut. Und dann den Schulterschluss führt im Team einen Streuschuss mit physischem Schaden aus. So, das nehmen wir mit. Red 13. Hier waren wir auf dem Pfad geschritten, haben uns ungezähmten Aufstand geholt. Blitzelementaren magischen Angriff, ein Kettenangriff, donnernde Verkettung. Und doppelt hält besser, ein Synchro-Angriff mit Tifa oder Aedes ermöglicht dem Team eine solide Verteidigungshaltung einzunehmen. Das ist doch perfekt. Da müssen wir nämlich auch alles dran setzen, da weiterzukommen. Hier hatten wir mit Tifa auch die... Nee, hatten wir noch gar nicht freigeschaltet. Visionssynthese. Die schärfen ihre Konzentrationsfähigkeit. Das ist gut. Und damit hätten wir auch die Punkte da verschleudert. 25 aber bei Iris. Die Visionssynthese hatten wir hier. Wir können jetzt die feurige Welle. Waffenstufe 3 haben wir erreicht. 10 von 25. Feuerelementarangriff. Und Kraftexplosion. Sammelt durch gedrückt halten der Taste Kraft und entlädt sie beim Loslassen. Eine Synchroaktion mit Tifa. Mächtiger Feuerangriff. Und hier fehlen uns die Punkte. Cloud haben wir. Von daher, das ist doch ganz gut gelaufen. Punkte sind verteilt. Wir können mal gucken, ob es hier irgendwas im Angebot gibt. Moment. Was ist denn hier schön? Ein Supertrank. Sogar 3 Supertränke. Die nehmen wir uns natürlich gerne. Und den Äther auch. Ich muss bei der Materie auf jeden Fall nochmal gucken. Meister der Gegenstände verbessert die Wirkung von im Kampf eingesetzten Gegenständen. Ist natürlich knallhart, wenn wir da dann entsprechend Heilgegenstände nutzen. Elferdankreif. Den holen wir für Barrett. Barbarenarmreif für Tifa. Und das werden wir natürlich in direkter Folge ausrüsten. So, Eulen. Ja, da haben wir einiges, ne? Zack. Und Tifa natürlich auch. Barbarenarmreif hier. Jetzt würde ich tatsächlich Heilgegenstände dann doch nochmal entsprechend mit der neuen Materia upgraden. Meister der Gegenstände geht damit rein. So, einmal kurz Platz nehmen. Ha. Ohne Kissen, das ist doch mal was zum Abchillen. TP und MP geheilt. Und ich weiß, hier gibt es noch diverse Örtlichkeiten, wo ich mich vergnügen kann. Vor allem beim Klavier müsste ich mal gucken. Aber ich möchte auch sehen, was mit Kidia ist. Krähennest. Das sind. Ach, okay. Das sind auch eigene Quests, die einfach auf diesen Ort getrimmt sind. Verstehe ich das richtig? Ah, hier ist der Leuchtturm am Kap. Als Quest. Dann würde ich das doch übernehmen wollen, aber erstmal nochmal gucken. Da ja hier scheinbar auch noch was verortet ist oder nebenan. Moment, da kann ich doch. Hier irgendwo die Abzweigung nehmen. Und kann ich da dann womöglich von hier oben noch dies hier machen? Esperkunde. Das interessiert mich jetzt am meisten. Wie komme ich nah ran? Moment, ist das doch hier unten drin? Ach, ist das hier irgendwo im Untergrund? Kann das sein? Das würde ich ja sehr gern noch mitnehmen. Vielleicht muss ich hier runter. Wobei, da komme ich doch seitwärts raus dann, ne? Durch den Untergrund. Aber das ist doch hier verzeichnet auf der Karte. Moment mal. Der Ort hat was Mysteriöses an sich. Jetzt wird er nochmal untertunnelt. Vielleicht sind hier auch schon Luftschutzbunker oder dergleichen.
Ich sag mal, Karotten ziehen? Hoffen wir nicht, ne? Ach, hübsch, oder? Da gibt's leider viele Dinge, die mir nicht mehr in die Tasche passen. Ach, Chatley. War ja zu warten, dass du hier bist. Das würde ich gern machen, aber ich würde im Vorfeld wahrscheinlich dann doch lieber darauf pochen, den letzten Aspekt da noch zu generieren. Auf Lager im Besitz hat er hier, ne? Ich nehme mir da das, was ich holen kann, auf alle Fälle schon mal. Wie gesagt, beim Kampfsimulator kann ich diverse Quests noch machen. Esper Phoenix, dafür fehlt mir noch eine Erkenntnis. Ich mache mal ganz kurz den Solo-Kampf für Barrett. Ich habe ja gesagt, ich binde das immer mal so ganz leicht ein, um dann nicht zu spammen mit diesen Tutorial-Dingern und das recht schnell runterzubrechen. Denn Barrett, da gibt es ja auch nicht so viel zu sagen. Einmal mit Quadrat kann man die Waffe schießen, gedrückt halten, Salven abfeuern, Ziele mit R3 anvisieren und so entfernte Ziele auch erwischen. So, da kann man richtig schön feuern. Barrett verfügt von Beginn an über die Fertigkeit Schädelner Wille und maximale Wut. Schädelner Wille reduziert für eine bestimmte Zeit den erlittenen Schaden und verhindert Einschüchterung. Maximale Wut feuert einen Kugelhagel ab, der alle ATB-Einheiten verbraucht. Je mehr ATB-Einheiten zur Verfügung stehen, desto heftiger fällt der Angriff aus. Okay, das wollen wir doch gleich mal in Erfahrung bringen, aber dafür hätte ich gerne eine zweite ATB-Leiste auch voll. Und dann machen wir mal die maximale Wut. Wahnsinnig cooler Angriff. Sehr schön. Hätte ich viel öfters nutzen sollen. Vor allem gegen diese fliegenden Eulen. So, wir dürfen uns bereit machen für die zweite Runde. Wie gesagt, das ist jetzt auch eigentlich das 1x1, das wir schon 5-mal vorgekaut gekriegt haben. Runde 2 von 2. Mit 3 kann Barretts mächtiger Angriff Feuerstoß freigesetzt werden, der die ATB-Leiste stark auflädt. Diese Technik kann erst nach einer gewissen Nachladezeit erneut eingesetzt werden. Der Ladezustand wird in der Kommandoleiste angezeigt. Mit Dreieck lässt sich der Ladevorgang etwas beschleunigen, doch schneller geht es, wenn du Dreieck gut getimt direkt nach einem Angriff oder dem Einsatz von Fertigkeiten drückst. Okay, da muss man also das gut positionieren. Und dann können wir hier unsere ATB-Leiste so erhöhen, dass wir einen maximalen Wutangriff entfesseln dürfen. Und wenn er sich cool ist, weiß ich auch nicht. Yeah! Mr. B, das war schön. Gewitter! Mit einem Sternchen sogar versehen. Sehr lieb. Wie gesagt, das ist halt... Das ist die Not... Wir haben, hier gibt es noch ein paar weitere Aspekte, aber ich denke, vor allem hier, Stufe 22, so weit sind wir noch. Doch, ach, wir sind 24 Stunden. Okay. Aber das machen wir in einer extra Folge irgendwie mal am Rande. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz nochmal erkundigen. Ich verstehe nicht, wo die Esper-Kunde weitergeführt wird hier. Ich vermute ja auf irgendeinem Kellergewölbe. Unterhalb des Krenes. Na, guck mal, der labert mich auch wirklich abartig voll. Hier hoch. Ah! Nee, Kollege. Ich schau mal kurz hier. Hier haben wir ein Klavier. Ich weiß, dass es da ein Minispiel gibt. Und offenbar, hier, wen haben wir denn da? Ist das Joe Biden mit Bart? Und nee, Christopher Lee! Ha? Offenbar. Ja, sieh mal an. Ich bin Piazzolla. Okay, Notenblätter für dein Klavierspiel.
Auf Klavieren finden sich oft Notenblätter, nach denen du auf diesem schönen Instrument spielen kannst. Übe das Stück ein und sprich mit Dorian vom Verein zur Popularisierung des Piano Fortes. Sobald du mindestens Rang A erreicht hast, von ihm erhältst du eine Belohnung für deine Mühen. Oh, das ist schwierig bestimmt, da? Ich bin absolut kein Pianist. Gar nicht. Ach, wir müssen hier wirklich einen Zielrang erreichen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, jetzt auf die Schnelle, aber ich kann es ja einfach mal versuchen. Und wenn wir schon in der Testphase sind, dann sage ich einfach mal, ja, okay. Ich krieg das schon irgendwie hin. So, dann testen wir es einfach mal. Das Notenblatt, on our way. Interagiere mit deinem Klavier, um frei darauf zu spielen oder dich an Liedern zu versuchen, für die du die Notenblätter auch gesammelt hast. Dann setzen wir uns doch direkt mal an den Kasten ran. So, aufgeklappt und hingesessen. Das ist besser als das Sitzkissen, was wir immer bei uns tragen. Ah, herrlich. Wähle zunächst durch Drücken von der Mittelfeldtaste ein Notenblatt aus. Nun kannst du dieses Stück spielen. Die Noten werden sich von der Mitte der Klaviatur nach außen bewegen. Neige zum richtigen Zeitpunkt L und R, also die Sticks, um sowohl die Melodie als auch die Akkorde zu treffen. Verdammt. Wieso? Das wird richtig schwer, oder? Wenn du eine neue Herausforderung suchst, kannst du das Tempo des Stücks erhöhen. Ich glaube, das wird Herausforderung genug für mich sein. On our way. 1,57. 148 Noten. Tempo kann ich hier erhöhen? Nee, ich will ganz langsam. Und erstmal gucken, wie das funktioniert. Wie geht das? Hä? Was? Okay, das geht gleich los. Okay. Er guckt ganz kritisch. Okay. Noch geht's, aber das wird wahrscheinlich zum Albtraum ausarten in Zukunft. Und wenn man hier verkackt, dann guckt Dorian ganz rastig dadurch. Oh oh. Boah, Alter, das ist ja jetzt schon schlimm. Aber wenn ich mich auf einen Ring konzentrieren muss. Da hat man wahrscheinlich, wenn man Vorerfahrung hat als Pianist, weitaus bessere Karten. Zumindest in Sachen Taktgefühl. Zumindest ändert er das automatisch. Das erste Mal ist, wird es wahrscheinlich das leichteste sein. Das wird ja ein Albtraum, wenn man das alles machen muss. Okay, wir haben einen Fehler auf jeden Fall reingesetzt. Das ist ein ganz nettes Gimmick, aber ich weiß nicht, ob ich das gut kann. Rang A haben wir erreicht, zumindest. S-Rang hätte es auch gegeben, aber dafür sind wir einfach zu schlecht. Aber solange wir das so weit haben, wie wir es brauchen, bin ich zufrieden. Und ich glaube, das ist genügend. Oktave kann ich ja verändern? Nee, komm. Abbrechen. Die Vorführung ist beendet. Charaktere können wir auch wechseln. Alles klar. Das sprechen wir mal mit ihm. Hier, on our way. Ah, alles klar. Da haben wir also insgesamt 6 Lieder, wenn ich das richtig erfasse. Und ja, Rang A haben wir erreicht. Ich werde mich dran versuchen. Also wenn ich hier Musikstücke, Notenblätter finde, dann werde ich das einfach mal testweise machen. Denn offenbar lohnt sich das tatsächlich auch, wenn man dann
entsprechende Materie auch für kriegen. Ich weiß jetzt nicht, können wir hier irgendjemandem den Boost auch noch geben? TP-Boost. Stufe 2 war das doch schon gewesen, ne? Der hier. Zack. Ah, ist doch gar nicht mal so schlecht. Gleich eingepflanzt. Ich dachte erst, das wäre eine Jukebox, aber es ist tatsächlich der Pfeifenhaini da. Jetzt würde ich ja ganz gerne noch wissen, ob ich hier diese Esper-Forschung... Oh, verdammt. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt ins Ausgefeuert. Hier, dieser Bau könnte es sein, ne? Man hier irgendwo einen Weg reinfindet und dann in den Untergrund kommt. Das Krähennest. Hier? Geht's da rein vielleicht? Nee. Die Türen bleiben verschlossen für uns. Aber echt mysteriös. Irgendwo ist ein Weg, der uns in den Untergrund führt. Anders kann ich mir es nicht erklären. Es ärgert mich irgendwie, dass ich es jetzt nicht hier auswendig gemacht habe. Kann ich hier? Das war der Laden von eben. Habe ich irgendwas übersehen? Gefühlt ist es hier direkt unter diesem Gebäude. Oder oberhalb? Nee. Drüber wäre verrückt. Ah, hier. Da geht's ums Queen's Blood spielen. Nach dem Klavierspiel brauche ich aber erstmal eine kleine Pause. Von den Spielereien. Ah, vielleicht geht es da unten? Drunter? Das möchte ich jetzt nochmal gucken. Hier. Aber da können wir jetzt nicht den Sprung nach unten wagen, ne? Ah, das ist der... Alles klar, das ist der Pfad, durch den wir hierher gekommen sind. Oder? Nee, Quatsch. Wir kamen von oben, vom Nordbereich. Aber es geht hier... Es geht hier auf jeden Fall runter. Und vielleicht... führt da irgendwo noch was... seitwärts ab. Hier! Das führt also hier unten durch, ne? Ja! Das will ich unbedingt noch machen. Sehr interessant, Chadley. So, wir analysieren den Phönixkristall natürlich. Kreis X, X-Kreis. Okay. Das schaffen wir. Kreis X, X-Kreis. Einigermaßen, ja, nicht ganz symmetrisch, aber es genügt für die Synchronisation des Kristalls. Und damit haben wir Phönix aktiviert und somit auch die Daten vollständig.
Und es wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht an dieser Stelle noch machen würden, oder? Wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch Phönix. Dann ist das doch eine ertragreiche Abenteuerfolge gewesen, wo wir allerlei Dinge noch erledigen konnten. Von daher ist das doch optimal. Und hier kommen wir dann auch in den Südbereich und können in der nächsten Folge auch die Questbestandteile erfüllen und natürlich auch uns um die Alleskönnerin Kirie kümmern. Die Wannabe-Alleskönnerin. So muss man es vielleicht hervorheben. Okay. Shetty, du hast hier hinten irgendwo, ne? Hier. Alles klar. Cloud-san, 解析ポイントが zuiben to tamatteimasu ne. Materia no kaihatsu o susumete mita wa ikaga deshou? Ja, aber erst einmal geht es mir drum, den nächsten Esper freizuschalten. Und das wäre Phönix. Moderat geschwächt ist, glaube ich, das, was hier wieder zumindest ein bisschen Fähigkeit mit sich bringt. Ich gehe mit denen dreien. Wobei, nee, ich nehme Tifa mit. Die dreien sollen mich begleiten. Dann versuchen wir mal, den Vogel des Lebens vom Himmel zu holen. Guckt euch den an. Ja, sieht schon interessant aus. Flamme des Lebens. Okay, da müssen wir wahrscheinlich Abstand nehmen, ne? Oder? Okay, er hat offenbar die Möglichkeit, ihr Leben zu erschaffen. Tiefer Bock. Oh, das tat weh. Der ist verknüpft irgendwie an den Pudding, ne? So, dann sammeln wir mal ein bisschen unsere Leistenpunkte. Er ist geschockt, das ist gut. Ich würde gern wissen, kann ich? Mal gucken, was Phönix denn so ausmacht. Eine Nachbildung einer feurigen Esper in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation eines wundersamen Vogels, der immer wieder vom Tod aufersteht. Seine lodernde Flamme bringt neue Lebensformen hervor. Du kannst diesem Vogel erst Schaden zufügen, nachdem du alle von ihm hervorgebrachten Kreaturen besiegst. Wenn du die Flamme der Stärkung, upsala, durch Verursachen einer gewissen Menge Schaden brichst, wird er schockern für dich. Gelingt es dir das zweimal, nicht rechtzeitig wird die Lebensflamme entfesselt. Was nicht gut ist. Halt. Komm, den Pudding müssen wir auf alle Fälle schnell zu Fall bringen. Na, was feuerst du denn hier in die falsche Richtung? Na ey, ja, jetzt lock doch mal on hier! So. Eister, das Teil will ich auf jeden Fall nicht mehr lebendig wissen. Okay, ausdehnen. Ich muss auf alle Fälle hier ein bisschen Hilfe holen. Das wird mir so ein Cycle, die Geschichte. Megaschlag wird da gerade genutzt. So. Ich wusste gar nicht, dass sie hier so viele Angriffe entfesseln können. Den Großhorn greift ihn an. Verdammt. Ja. Schockanfällig ist er jetzt, das ist gut. So, dann ziehe ich ihm jetzt auch ordentlich ab und dann kann ich einen Felsenwurf in dem Zustand auch mal anwenden. Und ich wünsche mir mal eine entsprechende Synchro-Fertigkeit. MP-Verbrauch. Ja, vielleicht können wir damit den Schockzustand hier noch ein bisschen verlängern. Schön wär's, ja. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Cloud. Vita. Vitra. Auf Tifa. Warte, wir können. Hier. Felsenwurf. Ah, das war zu spät, ne? Lebensflamme. Okay. Das könnte jetzt schwierig werden.
Das tat verdammt nochmal weh. Limit Salto. Wir müssen jetzt die Kreaturen wieder erledigen. Claude. Vitra. Auf dich selbst. Halt erst die entsprechenden Kreaturen. Synchrofertigkeit, Visionssynthese. Und Gaias Zorn. Sehr schön. Damit konnten wir auch Phönix zu Fall bringen. Und damit diesen Sieg auch einheimsen. Endlich. Abgeschlossen. Phönix ist nun endlich unser. Phönix の討伐、お見事でした。不死鳥が操る幻想的な炎に思わず見とれてしまいました。転生を繰り返す霊鳥を仲間に加えて、もはや怖いものなしですね。Ja, das würde ich auch fast behaupten. Und bevor ich es vergesse, will ich den natürlich auch noch ausrüsten. Und ich glaube, Tifa war es gewesen, die noch keinen hatte, ne? Und das soll sich natürlich ganz schnell ändern. Phönix soll nur in ihr sein. Und damit sind wir doch gerüstet für das, was noch kommen mag. Wie gesagt, das, was kommen mag in Zukunft. Nicht jetzt, sondern später. Ich geselle mich mal zu dem Kollegen hier hin. Was macht der da gerade? Macht er sein Geschäft? Ich weiß es nicht. Ich sag, das war's gewesen. Beim nächsten Mal geht weiter. Bis dahin dürft ihr wieder schön kommentieren, liken, abonnieren, falls euch geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Das nächste Mal wieder einschalten, wenn es weitergeht. Bei Final Fantasy VII Rebirth. Auf Wiedersehen und bye bye.